Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts, wo jeder dazustoßen kann und seine Fragen rund um seine Website und um die Google-Suchen stellen kann. Es sind da schon einige Sachen, die eingereicht worden sind auf YouTube, aber wenn wir schon so viele hier haben, vielleicht hat einer von euch irgendwas, womit ihr anfangen möchtet. Ja, ich hatte Ja. tatsächlich Ach so. direkt eine Okay, Frage. Entschuldige, mach du zuerst. Okay, ich mache zuerst, ich fange an. Genau, ich habe eine Frage und zwar geht es um ja, Anzahl URLs. Also wir sind ein Online-Shop mit circa 1 Million Produkten und die sind auch für Google normal zugänglich und die Produktvarianten davon aber, also zum Beispiel ein Shirt in Blau und Größe M, die sind über ein URL-Fragment gelöst, also Hashtag sozusagen, sodass die Inhalte eigentlich erst clientseitig dann nachgeladen werden. Und das heißt, die einzelnen Varianten, die sind eben, was dann auch viel mehr wären, das wären nicht 1 Million, sondern eher so 3 bis 5 Millionen, also verfünffacht, die sind dann nicht als Eigen-URL für Google zugänglich. Und jetzt kam die Idee auf, die Varianten eben über einen Parameter zugänglich zu machen. Und das würde ja aus Google-Sicht bedeuten, man hätte viel mehr URLs, die gecrawlt werden müssen, die auch zugänglich wären, wovon wir aber jetzt schon aus unserer Perspektive eigentlich 90 bis 95% als nicht relevant klassifizieren würden. Und wir sind jetzt der Meinung, wir würden eigentlich damit das effiziente Crawling und vor allem auch das Verhältnis von relevanten zu irrelevanten Seiten stark verschlechtern damit. Siehst du das Risiko auch oder hast du noch Gründe, die für eine Umstellung auf den Parameter sprechen würden? Ja, ich denke, bei der Größenordnung macht schon Sinn, dass man sich darüber Gedanken macht, quasi wie Google die Seiten crawlen kann, wie schnell die auch aktualisiert werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Produktänderung macht, müssen wir die Seiten dann alle neu crawlen, müssen wir das alles neu finden. Und je mehr Varianten ihr habt von den gleichen Produkten, umso mehr separate URLs müssen wir crawlen. Das heißt, von der Crawl-Geschwindigkeit her denke ich, so sage ich mal, ab 1 Million, 10 Millionen Größenordnung macht Sinn, dass man sich da ein bisschen Gedanken macht, wie kann man das effizient machen und wie kann man das so steuern, dass Google quasi die relevanten Sachen trotzdem noch findet. Es kann durchaus sein, dass bei euch genug gecrawlt wird, dass es trotzdem funktioniert. Das seht ihr einigermaßen bei den Crawl-Statistiken, auch in den Server-Logs. Es hängt ein bisschen von der Website ab. Das heißt, wir versuchen ja zu steuern, wie viel wir crawlen. Einerseits von dem, wovon wir erwarten würden, was der Server verträgt. Das heißt, ob er einigermaßen noch schnell reagiert, ob er Serverfehler zurückgibt, wenn wir mehr crawlen. Wenn das alles soweit okay ist, dann, wenn wir einen Bedarf haben für mehr URLs, dann versuchen wir die auch mehr zu crawlen. Das heißt, da kann man wahrscheinlich, wenn sich das schon einigermaßen eingependelt hat bei so vielen URLs, kann man da ein bisschen abschätzen, hätten wir die Möglichkeit, noch mehr URLs crawlen zu lassen oder sind wir da eh schon quasi am unteren Limit, dass Google, ich weiß nicht, jetzt 10% der Website im Monat crawlt und dann, wenn wir das Ganze verzehnfachen, dann stehen wir da noch schlechter da. Ja, okay, für mich wäre halt auch so die Frage der Qualität dann, weil, also wenn wir jetzt von diesen 1 Million Produkten auf eine Verdreifachung gehen von URLs, das, was dazu käme, würden wir also wirklich nicht indexieren, weil das halt den Mehrwert einfach nicht hat. Und da ist so die Frage für mich Domainqualität, also man gibt viel mehr dann sozusagen frei, was Google sich anguckt, oh, ist aber auf nur Index, ja, bringt mir ja aber dann auch nichts, ob das eventuell dann eigentlich so einen negativen Effekt ja auch hätte. Nee, wenn es auf No Index ist, ist das kein Problem. Okay, gut. Dann spielt das wirklich nicht in die Qualitätsbeurteilung hinein, weil das sind ja dann Sachen, die würden wir nicht in den Suchergebnissen zeigen. Und von dem her spielt das da eigentlich keine Rolle. Wo man vielleicht auch noch einen Einfluss hat oder wo vielleicht noch etwas dazukommen würde, ist in Richtung Product Search. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas macht mit dem Merchant Center. Solche Sachen. Ich weiß nicht, wie es da gehandhabt ist, wenn man verschiedene Produktvarianten hat, ob man die über eigene URLs haben muss oder nicht. Je nachdem macht es vielleicht Sinn, dass man das auch mal anschaut und überlegt, spielt das eine Rolle für uns oder können wir das ganz ignorieren?
Das weiß ich jetzt nicht. Guck ich nochmal nach. Okay, aber dann eher Fokus auf das Crawling und das sich nochmal anzugucken. Okay, super, danke dir. Ja, bitte. Ich hätte dann noch eine Frage. Okay. Die hatte ich auch schon eingereicht, aber es hat halt schon, ist ein dringlicheres Thema. Deswegen, wir sitzen da schon seit Wochen dran oder seit Monaten dran, einen Haufen URLs reinzubekommen. Also wir haben jetzt, wir hatten erst ja Schwierigkeiten mit den Sitemaps, jetzt haben wir das mit den Sitemaps eingereicht und Google sagt auch, dass sie so rund 800.000 Links über die Sitemaps erfasst haben. Die sind aber alle auf Discovered Currently Not Indexed. Und der Punkt ist halt, dass dann halt 20 bis 100 Links pro Woche dann mal überhaupt gecrawlt werden. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil wenn das dann so weitergeht, brauchen wir halt 21 Jahre, nur um die aktuellen Links zu crawlen. Und das darf, also das sollte so nicht sein, das sollte kein Zustand sein. Was können wir machen, um das irgendwie zu verbessern? Ja, ich habe, glaube ich, deine Site vorhin kurz angeschaut. Das ist die 3D Finded, ist Genau, das? tradefinder.com, genau. So, was ich da gesehen habe, ist es nicht so, dass es aus technischen Gründen irgendwie langsamer ist, sondern es ist effektiv einfach so, dass unsere Systeme noch nicht hundertprozentig überzeugt sind, dass es sich lohnt, so eine Menge von URLs noch dazu zu crawlen. Und da macht es manchmal Sinn, dass man erstmal mit einer kleineren Menge anfängt und dass man quasi von einem wirklich sehr guten Stamm aus anfängt und das dann langsam Schritt für Schritt erweitert. Man kann das natürlich auch so machen, wie ihr da habt, dass wir da quasi erstmal 800.000 URLs finden und dann im Laufe der Zeit merken wir, ah, das ist eigentlich eine sehr tolle Website, die müssen wir ein bisschen besser indexieren, ein bisschen besser in den Suchergebnissen präsentieren. Aber das ist quasi so der Moment, wo unsere Systeme einfach ein bisschen eher zurückhaltender sind und sagen, wir sehen, das sind sehr viele URLs, wir könnten die crawlen. Es ist nicht so, dass wir da aus technischen Gründen beschränkt sind, sondern wir sind einfach noch nicht hundertprozentig sicher, dass es sich lohnt, all diese URLs zu indexieren. Gerade bei einer so großen Menge kann es natürlich sein, dass unsere Systeme auch ein bisschen abwägen, ja, wo würden wir das überhaupt zeigen in den Suchergebnissen? Und wenn sie indexiert werden und gar nie gezeigt werden, dann bringt das ja eigentlich auch nicht wahnsinnig viel. John, Okay. hallo, ich gehöre da dazu, deswegen auch meine Frage. Das heißt, wir sollten erstmal hochwertigen Content reintun und dann kriegen wir natürlich wahrscheinlich Klicks von Google und dann sagt Google, die Seite ist mehr wert und das ist quasi wie so eine Art Tornado, der sich nach oben schraubt, oder wenn ich dich richtig verstehe. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt auf Klicks von Google achten, aber einfach allgemein, wenn ich eure Website angeschaut habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ihr habt Größenordnung im Januar angefangen. Stimmt das? Oder? Ja gut, wir haben die Domain nochmal umbenannt. Aha, Wir okay. hatten so ein Wortspiel mit IT und viele haben es für eine italienische Seite gehalten. Deswegen haben wir sie dann internationalisiert und haben dann vor ein paar Wochen eigentlich nochmal eine neue Domain quasi gestartet. Deswegen ist, sage ich mal, die Domain erst seit Januar online. Okay, weil was ich da einfach machen würde in einem solchen Fall, ist wirklich schauen, dass man das vielleicht auch über andere Wege außerhalb von der Google-Suche ein bisschen einfach bekannter machen kann, sodass ihr irgendwie die ganzen Signale rund um eure Website ein bisschen besser aufbauen könnt. Dass es mehr Leute gibt, die Website weiterempfehlen, dass es vielleicht einige Links mehr gibt zu eurer Website. Einfach, dass wir insgesamt einfach ein Bild von eurer Website haben, wo wir wirklich denken, Mensch, da müssen wir einfach viel mehr indexieren von dieser Website. Also, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, damit ich auch da nochmal gerade, also also wir hatten ja auch schon mal mit kleineren Content versucht, nur so 10.000 Seiten da, also 10.000 Links, da hat es ja auch leider nicht richtig funktioniert. Deswegen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir würden nochmal runtergehen auf 10.000 Links erstmal, die sind aber dafür sehr, sehr high quality und sind vielleicht auch Links, die in irgendwelchen Newsportalen vielleicht vorkommen oder in irgendwelchen Foren vorkommen oder ähnliches, das würde erstmal das Ganze steigern, damit wir da schneller vorankommen mit den Qualen. Ich denke, quasi die Seiten einfach zu entfernen oder auf No Index zu setzen, bringt wahrscheinlich jetzt in dem Moment nichts. Ich würde da einfach
quasi vorwärts arbeiten und denken jetzt mit euren 800.000 Seiten, die ihr quasi habt, in der Sitemap, dass ihr einfach mit denen anfängt weiterzuarbeiten. Dass ihr vielleicht gezielt einzelne Inhaltsstücke noch dazu nehmt, wo ihr wisst, ihr habt technisches Wissen über dieses Thema, ihr kennt euch wirklich gut aus, das sind Themen, die vielleicht von anderen auch angesprochen werden, wo sie vielleicht auf eure Seiten dann auch verlinken würden und dann einfach Schritt für Schritt das, was ihr habt, einfach ein bisschen verstärken. Das heißt, nicht unbedingt zurückschrauben erst einmal, sondern wirklich einfach halt vorwärts. Okay. Noch zwei kurze Fragen. Das eine ist, wir haben es natürlich jetzt mobil optimiert, sage ich mal, mehr Informationen mobil drinnen. Das heißt, es wird aber auch schon diese mobile Optimierung schon eigentlich auch wahrgenommen. Oder sagst du, wir sollten eher auf die Desktop-Variante mehr Informationen reinbringen? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob ihr mit Mobile First Indexing schon indexiert werdet, aber ich denke, insgesamt sind ja sehr viele Leute mit Mobilgeräten unterwegs. Deshalb würde ich jetzt nicht auf Desktop zurückstellen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die AR-Thema. Google möchte ja auch AR stärker reinbringen. Wir hätten natürlich fast für allen Content eigentlich ein schönes AR-Modell. Wie weit wird Google, sage ich mal, das jetzt so in den nächsten Wochen pushen? Also diese 3D-Modelle in den Suchergebnissen. Ja, Augmented Reality, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt in den nächsten Wochen quasi vermehrt gepusht wird. Es ist auch etwas, wo aus unseren Systemen her, wenn wir anfangen würden, eure Inhalte zu zeigen in dieser 3D-Modus in Suchergebnissen, dann ist es nicht unbedingt der Fall, dass wir dann mehr indexieren würden, sondern wir würden quasi den indexierten Bestand nehmen und da die Modelle herausnehmen, die wir als Vorschaubild quasi so zeigen könnten. Ich weiß auch nicht, wie im Moment der quasi der Zustand ist von diesen Modellen in den Suchergebnissen. Ich weiß, die sind am Arbeiten dran, aber wie bald das kommen wird, dass dann auch europäische und deutsche Websites da so dargestellt werden, das ist immer ein bisschen kritisch. Ja, das hatte ich ja schon mal. Die 3D-Modelle werden ja, da muss man sich ja registrieren für bei Google. Das hatten wir auch gemacht. Wir haben bisher nur keine Rückmeldung bekommen, also weder abgelehnt noch zugestimmt. Da stehen wir ein bisschen in der Schwalbe. Das ist so unser Punkt dabei. Weil das wäre natürlich halt auch im Zuge dessen natürlich noch praktisch, wenn man das auch gleich mit anbieten kann. Ja. Ja. Also. Ja, das ist gerade mit den speziellen Darstellungsarten in den Suchergebnissen ist manchmal ein bisschen kritischer mit europäischen Websites. Aber was ich da wirklich machen würde, ist einfach überlegen, wie könnt ihr euch ein bisschen besser positionieren, sodass andere quasi eure Website insgesamt anschauen würden und sagen, da sind jetzt super tolle Artikel dabei, das sind super tolle Inhaltsstücke dabei. Das ist nicht nur eine Sammlung von irgendwelchen 3D-Modellen, sondern da ist wirklich etwas gezielt, was man weiterempfehlen könnte. Okay, alles klar. Darf ich mal fragen, habt ihr alle Modelle drin? Also wollt ihr wirklich alle Modelle rein in den Index bekommen? Wir wollen so viele wie möglich auf jeden Fall in den Index bekommen, weil wir sehr spezifische CAD-Modelle anbieten. Also 3D-Modelle für CAD-Bausysteme. Und ist es nicht wieder so ein Problem mit diesen Produktvarianten wie im Online-Shop eigentlich, wenn man jetzt so viele URLs dann... Die Produktvarianten sind da noch nicht bei. Also ja, das sind jetzt wirklich nur die Basisstücke. Okay, alles klar. Ja. Also keine Konfigurationen. Genau. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so am Aufbauen ist von so einem großen Inhaltssammlung. Ihr habt auch wenig Fließtext auf den Seiten. Kann das sein? Da ist kein Text, sondern nur so Datentabellen und so. Also so einen richtigen Text habt ihr nicht dazu? Wofür man das hernehmen kann oder was das genauer ist? Oder ich weiß nicht, ob man sowas dafür machen kann, ob sich das anbietet.
Ja gut, in den technischen Parametern wird natürlich gesucht. Die technischen Parameter sind das Wichtigste. Wir könnten ein bisschen Fließtext natürlich reinmachen. Was wir begonnen haben, ist, wir haben natürlich, zum Beispiel kannst du jetzt Steckdose und dann gibt es verschiedene Anbieter. Dann kommen natürlich viele verschiedene Brands und viele Informationen. Das haben wir anfangs eigentlich versucht zu indexieren, so quasi als hochwertigen Content, weil da unheimlich viele Texte dabei sind. Sind aber dann eben auf diese 800.000 Seiten irgendwann gegangen und in den 800.000 Seiten ist natürlich, wenn einer XYZ123 sucht, dann braucht er das auch dringend, aber diese Suche kommt natürlich alle 5 Jahre mal irgendwo vor. Ja, das heißt, die Einzelteile, die gesucht werden, sind schon sehr, sehr nischig eher, sehr longtailig. Die sind sehr nischig, aber wir haben natürlich bestimmt, sag mal, 20, 30, 40.000 Schlagwörter, die dann multipliziert mit 10 Sprachen, die dann schon gängig sind, wie ein Stecker in 3D oder eine Steckdose in 3D, sucht jetzt vielleicht einer, der sogar irgendwo 3D-Printing hat, aber natürlich auch im B2B-Bereich. Ja, vielleicht macht es dann Sinn, noch mehr zu clustern, die noch mehr zu Gruppen zusammenzufassen. Ich weiß es nicht. Mhm. Das war eben die Frage, das hatte ich unter hochwertigen Content und hat mein Kollege auch gemeint, ich glaube, das ist an dieser Stelle, dass wir eher wieder auf hochwertiger gehen und dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Klicks, dann sieht Google das auch als interessanter an und dann sehen sie vielleicht auch die nächsten 10.000 oder 20.000 Seiten. Ja, also ich denke, gerade mit so Kategorien und Gruppierungen könnte man wahrscheinlich schon einiges machen, dass man da auch ein bisschen diese Kategorie-Seiten oder ich weiß nicht, die Marken oder die verschiedenen Gruppierungen, die ihr habt, dass man die ein bisschen besser hervorheben könnte, zum Beispiel auf der Homepage, dass das direkt verlinkt wird dort so, dass man ein bisschen wenigstens die Teile auch ein bisschen besser präsentieren kann in der Suche, wo man auch einigermaßen vielleicht nachschauen kann, das sind Sachen, wonach Leute suchen. Das heißt, wenn ich das gut präsentieren kann innerhalb von einer Website, dann bin ich schon mal ein bisschen dabei. Auch wenn dann nicht die einzelnen Produkte oder die einzelnen Modelle quasi direkt in den Suchergebnissen sind, ist dann doch diese Sammlung an, ich weiß nicht, Fenster von dieser Marke oder was auch immer, ist das einigermaßen auffindbar. Ich könnte mir auch vorstellen, mit den ganzen Sprachvarianten, dass man sich da auch noch ein bisschen schwieriger macht. Wenn ihr quasi so viele Sprachvarianten habt und nicht alle Varianten wirklich gebraucht werden von Benutzern, dann multipliziert sich natürlich die Anzahl Seiten automatisch. Und da lohnt es sich manchmal auch zu sagen, gut, wir konzentrieren uns auf eine Sprache und bauen das erstmal gut auf. Und wenn wir sehen, dass wir Benutzer aus anderen Ländern haben, die oft genug kommen, dann nehmen wir noch die anderen Sprachvarianten dazu. Eine andere Sache, die man auch machen könnte, wahrscheinlich gerade in Richtung Text auf den einzelnen Seiten, dass man da vielleicht auch mehr Richtung User-Generated Content sich etwas überlegt, ob man vielleicht auf den einzelnen Kategorienseiten oder auf den einzelnen Modellseiten dann weiß nicht, Bewertungen oder Kommentare oder solche Sachen noch dazu nehmen könnte, so dass ihr nicht all die Inhaltsstücke aufbauen müsst, sondern dass die Benutzer, die im Laufe der Zeit halt zu euch kommen, dass die das eher dann für euch oder mit euch zusammen helfen, das Ganze aufzubauen. Mhm. Ja. Das klingt auf jeden Fall durchaus sinnig. Da muss man gucken. Eine Frage habe ich da jetzt noch im Anschluss, weil das ist passend gerade dazu, weil du gesagt hast, Sprachen. Also es ist so, wir bringen jetzt nicht zum Beispiel, wir geben jetzt Google nicht zum Beispiel, sagen wir eine Schraube und sagen, okay, das ist die Schraube und dann haben wir jetzt noch 50 Varianten, also nicht 50, 10 Varianten an Sprachlinks, die haben wir dann auch aufgelistet, sondern wir sagen, okay, das ist die Schraube und es gibt halt dieses Language Canonical, meine ich, das haben wir halt eingebunden. Es ist also sinniger zu sagen, okay, vielleicht wir nehmen jetzt davon was raus und sagen, okay, also von den Language Canonicals raus und sagen, okay, Google soll erstmal nur die normalen Seiten, zum Beispiel nur die deutsche und die Englische oder sowas crawlen und schauen, dass es passt. Und dann können wir wieder die Sprachen dazu nehmen und Google findet die dann, oder? Wie habt ihr das eingebunden mit den Sprachen im Moment? Ist es mit dem Hreflang oder sind das Hreflang, genau. Ja. Hreflang. Ja. Genau.
So haben wir das eingebunden. Also wir geben Google nicht jeden Link einzeln, sondern wir geben zum Beispiel Google einen Link von einer Schraube und da steht halt im hreflang Canonical drin, zum Beispiel Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch. Okay. Ja, weil wahrscheinlich sehen wir da auch die einzelnen Sprachversionen dann dort auch und versuchen die dann auch alle zu crawlen und zu indexieren. Mhm. Und da würde es sich wahrscheinlich auch lohnen, dass man sagt, gut, wir konzentrieren uns eher jetzt mal auf eine Sprache oder vielleicht auf zwei, je nachdem, wo ihr halt seht, wo die meisten Benutzer auf eurer Website kommen. Und dass man das dann erstmal so wirklich stark aufbaut. Und dann, wenn ihr seht, dass ein Großteil der Seiten indexiert sind, dann noch die weiteren Sprachvarianten dazu nehmen. Oder dass man halt sagt, für die wichtigeren Seiten habe ich Sprachvarianten, zum Beispiel für die Homepage, die Kategorien, die größeren Gruppierungen. Und für die einzelnen Produkte habe ich einfach, sag ich mal, die englische Variante oder irgendeine Variante indexiert. Das heißt, wenn jemand gezielt nach einem einzelnen Produkt sucht, dann kommt man halt auf eine Sprachvariante, aber man kann da immer noch umstellen, wenn man will. Aber die, sag ich mal, die wichtigeren Seiten, wo wahrscheinlich mehr Leute nachsuchen würden, die sind dann in den verschiedenen Sprachen vorhanden. Okay. John, mal noch eine Abschlussfrage von meinerseits. Gebt ihr auch Tipps weiter, sag ich mal, vielleicht einfach irgendeinen so externen Berater, dass wir mal einfach dazu holen? Oder vielleicht ist hier einer, der darf mich gerne unter LinkedIn unter Jürgen Heimbach gerne kontaktieren. Und wenn er einfach Tipps hat und wo man einfach externe Beratung zu kaufen können. Da gibt es so viele Leute, die das wahrscheinlich gerne machen würden. Wir, von unserer Seite haben wir keine Empfehlungen, dass wir sagen, die sind besonders gut oder die sind besonders gut. Es gibt aber, wahrscheinlich werden sich da jetzt schon einige bei euch melden. Es gibt viele, die gerade mit größeren Websites, mit E-Commerce vielleicht oder die in Richtung internationale Websites arbeiten. Und da ist manchmal einfach auch eine kleine Zeit nötig, um wirklich viel Information weiterzugeben. Aber kann ich natürlich nicht für die einzelnen Personen sprechen. Okay, also der Aufruf, wenn einer eine Idee hat, kann er uns gerne kontaktieren. Also ihr findet mich unter meinem Namen Jürgen Heimbach unter LinkedIn. Cool. Danke, John. Ja, bitte. Vielen Dank. Okay. Ich hätte eine Frage, John. Ja. Die bezieht sich auch auf eine YouTube-Frage von Franz Wetter. Und zwar haben wir in der Google Search Console das Problem in den Leistungsberichten. Wir haben zwei Properties hinterlegt. Einmal die www-Variante und einmal die m-Punkt-Variante, da wir noch nicht komplett mobile responsive sind. Aber die gesamten Daten, es sieht so aus, als würden sie nur in die www-Property einfließen. Und wir haben, und die GA360 zeigt aber, wir haben 70% rein Traffic mobile. Gibt es da einen Grund, beziehungsweise wie kann ich das verargumentieren, warum die Daten nur in die www-Property fließt und nicht in die m-Punkt? Wahrscheinlich ist die Website noch nicht auf Mobile-First-Indexing umgestellt. Leider, ja. Ja, das heißt, was passiert in Search Console ist, wir versuchen den Canonical von den einzelnen URLs zu finden und versuchen da die Daten abzulegen. Das heißt, im Moment wird das wahrscheinlich die www-Variante sein als Canonical. Und selbst wenn jemand auf Mobile sucht und den m.url sieht in den Suchergebnissen draufklickt, wird das unter der www-Variante abgespeichert. Es ist nicht ganz hundertprozentig immer der Fall. Es gibt da einzelne Ausnahmen, wo wir das dann trotzdem unter der m.variante abspeichern. Aber für den Großteil wird das so sein, dass es unter www ist. Und dann, wenn Mobile First Indexing passiert, dann wird das auf die M-Punkt-Variante wechseln. Was ich da empfehlen würde, ist, dass man die Domain-Property verifiziert in Search Console. Dann hat man nämlich dieses Problem nicht mehr, weil dann haben wir die ganzen Daten vom gesamten Domain einfach direkt in Search Console. Das heißt, für den Performance Report, für die Indexierung ist dann in beiden Fällen, ist es so, dass wir einfach www plus m-Punkt zusammennehmen und dann hat man eine Grafik. Und wenn das umstellt auf Mobile First Indexing irgendwann, dann ist es nicht so, dass alles bei einem auf 0 ist und beim anderen dann auf einmal auf 100%, sondern das geht dann eher fließend weiter. Perfekt, danke. Ergibt alles komplett Sinn. Dankeschön. Super. Okay, ich
gehe mal ein paar von den Fragen noch durch, die eingereicht worden sind. Und wenn ihr zwischendurch Kommentare oder weitere Fragen habt, einfach nur zu. Wir zeichnen im Shop das Product Markup mit JSON-LD seit einiger Zeit auf Produktlisten für die einzelnen Produkte aus. Wir können nun Beispiele sehen, wo auch die Produktliste Kategorienseiten mit Sternen in den Suchergebnissen auftauchte. Das ist ja eigentlich nicht gewollt. Und wir sehen das Risiko, dass Google diese Rezensionssnippet für die gesamte Domain entfernen könnte. Ist unsere Sorge berechtigt? Was wäre deine Empfehlung für eine saubere Auszeichnung der Produkte auf Produktlisten, Kategorienseiten? Ja, theoretisch ist es schon so, dass auf Kategorienseiten sollten die Bewertungen eigentlich nicht vorhanden sein, weil die Bewertungen sollten sich auf das gleiche Produkt jeweils beziehen. Das heißt, wenn ich verschiedene Produkte habe auf einer Kategorienseite und die haben jeweils diese Sternbewertung, dann ist es ja so, dass diese Bewertung sich nicht auf ein Produkt bezieht, sondern auf verschiedene Produkte. Und deswegen haben wir das in unseren Richtlinien eigentlich so drin, dass man das nicht machen sollte. Bezüglich Risiko und Sorgen und so, ist natürlich schon so, dass wenn unser Web-Spam-Team das so sehen würde, könnten sie dann kommen und sagen, gut, das ist falsch implementiert und wir müssen jetzt erstmal die Review-Sterne ausschalten für diese Domain, bis das sauber behoben ist, bis man diese Manual Action dann sauber wieder quasi bereinigt hat. Ich würde in einem solchen Fall würde ich versuchen, das vorher schon in Ordnung zu bringen. Das heißt, den Review-Markup oder den Produkte-Markup auf den Kategorienseiten irgendwie unterdrücken, wenn ihr das irgendwie könnt, sodass es dann wirklich nur auf den einzelnen Produktseiten ist. Weil das wäre ja eigentlich auch das dann, was man sowieso dann machen müsste, wenn vom Web-Spam-Team her diese manuelle Maßnahme kommen würde. Inwiefern man erwarten muss, dass eine manuelle Maßnahme kommt, kann ich nicht sagen. Das hängt immer ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits, ob wir sehen, dass da irgendwelche Web-Spam-Reports da sind. Andererseits vielleicht auch, ob unser Web-Spam-Team im Moment aktuell an diesem Problem arbeitet und gezielt solche Fälle heraussuchen muss. Von dem her lässt sich schwer sagen, wie groß das Risiko ist oder wie klein das Risiko ist. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr das Problem eh schon kennt, würde ich versuchen, das im Laufe der Zeit mal zu beheben. Was vielleicht noch zu sagen ist mit diesen manuellen Maßnahmen für die verschiedenen Rich Results Arten, ist es so, dass es an und für sich nur die Darstellung in den Suchergebnissen unterdrückt. Das heißt, es ist nicht so, dass eure Website dann weniger gut in den Suchergebnissen ranken würde. Von dem her gibt es einige, die sagen, gut, wir nehmen das Risiko erstmal auf und wenn es jemand merkt, dann versuchen wir das zu priorisieren, dass wir das ein bisschen schneller beheben können und ansonsten lassen wir das erstmal so weiterlaufen. Da kann ich euch schlecht irgendwie eine Empfehlung in die Richtung geben, aber es machen einige so. Seit ein paar Monaten werden alle meine Homepage-Suchergebnisse falsch angezeigt. Momentan zeigen sie %% Site-Name, %% Titel, obwohl das %% Titel und dann Site-Name sein sollte. Das gilt auch nicht nur die Homepage, alle anderen Pages werden richtig angezeigt. Ich glaube, das ist quasi der Website-Name und der Titel, wenn die vertauscht werden. Es ist so, dass unsere Systeme versuchen, in eigentlich fast allen Fällen festzustellen, was der Website-Titel ist und was der Seitentitel ist für die einzelnen Seiten und versuchen, die unterschiedlich halt in den Suchergebnissen darzustellen. Meines Wissens gibt es da keine fixe Reihenfolge, dass wir das in quasi Seitentitel und Website-Titel, dass wir das quasi so machen oder umgekehrt machen würden. Aber es ist auch nicht etwas, dass man unbedingt selber steuern kann. Das heißt, wir
schauen uns die Titel an, die auf den Seiten sind, und unsere Systeme versuchen natürlich festzustellen, welche Komponenten da sind und versuchen festzustellen, welche Variante, wie man das am besten in den Suchergebnissen präsentieren könnte. Wenn an und für sich die gleichen Elemente da sind und einfach in der anderen Reihenfolge, kann man wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel machen, um das umzudrehen. Wenn die Titel ganz anders dargestellt werden in den Suchergebnissen, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass wir oder dass unsere Systeme halt vermuten, dass es sich lohnt, einen eigenen Titel dafür zu erstellen. Manchmal ist das der Fall, wenn man sehr viel, sag ich mal, Keyword-Stuffing in den Titel macht oder wenn wir sehen, dass der gleiche Titel auf einer großen Anzahl von Seiten innerhalb der gleichen Website verwendet wird, dann schalten unsere Systeme eher noch ein und sagen, gut, wir müssen einen Titel selber erstellen für diese Seite, damit Benutzer wirklich wissen, worum es sich handelt auf dieser Seite. Aber wenn effektiv die Elemente gleich sind, die dargestellt werden, und die Reihenfolge nur ein bisschen anders ist, dann ist das eigentlich nicht ein Zeichen, dass man irgendwie etwas gezielt falsch macht, sondern einfach nur, dass unsere Systeme das halt anders dargestellt haben. Da kann man eigentlich nicht wahnsinnig viel machen. Eine Frage bezüglich Cookie-Consent-Overlays. Wenn wir ein Cookie-Overlay eines Anbieters einbauen, können wir mittels Cloaking die Crawlerbots von diesem Overlay ausschließen, sodass nur User es angezeigt bekommen, oder muss der Crawler das Overlay auch sehen bezüglich Guidelines, PageSpeed, Crawlability? Ja. Es gibt verschiedene Arten, wie man diese Cookie-Consent-Overlays machen kann. Die meisten Arten, die wir sehen, die wir mal auch überprüft haben, die können wir ganz normal crawlen und indexieren. Ja. Unsere Systeme sind an und für sich darauf vorbereitet, solche Overlays zu erkennen und die dann auch für die Indexierung entsprechend zu unterdrücken. Das haben wir auch schon getestet. Die Frage ist halt, ob es einen Vorteil macht, weil wenn man das Cookie-Overlay theoretisch ja nicht zeigen würde, dem Google-Bot, weil er zum Beispiel mit einer IP-Adresse aus USA kommt und kein europäisches DSGVO-Complaint braucht, würde man ja vielleicht ein bisschen Page-Load auch einsparen und man müsste vielleicht auch nicht diese ganzen Tracking-Tools, diese Third-Party-Code dann für den Google-Bot implementieren. Aber das ist natürlich schon ein sehr weiter Schritt in eine vielleicht dunkelgraue Richtung von Cloaking. Ich würde, wenn möglich, würde ich versuchen, die gleiche Version für alle Benutzer darzustellen. Von unseren Richtlinien her wäre es aber auch okay, wenn ihr sagt, alle Benutzer aus Amerika sehen die Variante ohne Overlay. Benutzer aus Europa sehen die Variante mit Overlay. Weil Googlebot hauptsächlich aus Amerika eure Website crawlt, würde Googlebot das nie sehen. Einfach richtlinienmäßig wäre das total okay, wenn ihr das so machen wollt. Aus praktischen Gründen würde ich versuchen, das zu vermeiden, einfach wegen dem ganzen Debugging und Monitoring und solche Sachen. Das heißt, wenn ihr Googlebot oder Benutzern in den USA eine andere Version ausliefert und ihr testet eure Seiten nur in Europa oder eure Benutzer sehen sie hauptsächlich in Europa, wenn irgendetwas schief geht mit dieser US-Variante von eurer Website, dann geht das ja lange, bis ihr das merkt. Und wenn es effektiv dann auch nur sichtbar ist für Googlebot, dass quasi diese Variante so da ist, dann müsst ihr wirklich gezielt darauf achten, dass Googlebot immer die richtige Variante sieht, dass da die internen Links sauber vorhanden sind, dass die Seiten trotzdem noch gerendert werden können, all diese Sachen. Das heißt, aus praktischen Gründen würde ich versuchen, eine Version zu machen. Wenn ihr euch entscheidet, das anders zu machen, wäre das durchaus richtlinienkonform. Okay, weil es kann ja auch sein, dass der Googlebot, vielleicht gibt es ja auch einen europäischen Crawler, der dann auf die Seite käme. Der würde dann natürlich den Unterschied dann halt sehen. Ja. Meines Wissens crawlen wir zurzeit nicht aus Europa. Wir haben
Vor einigen Jahren haben wir versucht, aus einigen Ländern zu crawlen, damit wir einfach sicher sind, dass wir die verschiedenen länderspezifischen Varianten auch alle finden können. Und das hat sich herausgestellt, dass das einfach ein sehr großer Aufwand ist. Für Website-Betreiber natürlich auch, müssen wir auf einmal fünfmal so viel crawlen. Und wenn man schon Probleme hat mit einmal crawlen, dann das Ganze verfünffachen, ist es wieder schwieriger. Jetzt im Moment ist es, glaube ich, so, dass wir vielleicht aus 2, 3 Ländern crawlen. Und das sind dann eher solche Länder, die wirklich gezielt andere Länder blockieren von ihren Internetseiten. Und das ist meines Wissens nicht der Fall innerhalb von Europa. Vielleicht die andere Sache bezüglich Speed ist es so, dass wir für Speed verwenden wir hauptsächlich die Daten vom Chrome Usability Report. Das heißt, das sind Daten, die Benutzer effektiv gesehen haben. Das heißt, Googlebot, wenn ihr sie gezielt testet mit, sag ich mal, mit PageSpeed Insights oder mit Search Console direkt, dann ist natürlich die Speed-Zahlen, die ihr da seht, sind natürlich quasi für die Variante, die Benutzer in den USA sehen würden. Aber wenn die Mehrheit eurer Benutzer aus Europa kommen, dann sind ja die Mehrheit der Speed-Daten, die über Chrome gesammelt werden, sind dann wirklich aus Europa. Das heißt, vom Overlay oder nicht, wenn das für Amerika angezeigt wird, spielt das für die Speed an und für sich keine Rolle. Okay, danke. Okay, dann glaube ich nochmal Indexierungsprobleme. Bei der Indexierung-Issues vom 2.6. bei mir sind 1400 Seiten deindexiert worden. Ich warte seit 8 Monaten auf die Deindexierung von einigen No-Index-Seiten. Komisch nur, dass es jetzt auf einmal zusammen mit den Indexing-Issues passiert ist. Kannst du trotzdem mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist? Ich habe bei deiner Seite noch nicht nachgeschaut, aber ich schaue danach einmal nach, ob da irgendetwas speziell ist, ob wir vom Crawling her eigentlich sonst normal arbeiten. Die Indexierungs-Issues von, ich weiß nicht, ob das vom 2.6. war oder wann das war effektiv wirklich nur für einen Tag und dann eher hat es eher Sachen betroffen, die jetzt neu indexiert wurden. Das heißt, es ist nicht so, dass wir auf einmal Sachen herausgenommen haben, die schon vorher indexiert waren, sondern wirklich eher die Situation, wo eine Website sehr viele neue Inhalte hat, dass wir diese neuen Inhalte einfach nicht rechtzeitig bearbeiten konnten. Das heißt, mit deiner Website sollte das eigentlich keinen Zusammenhang haben. Aber ich schaue da trotzdem mal mit dem Team nach, weil manchmal sind solche Fehlermeldungen dann doch irgendwie Zeichen, dass wir irgendetwas übersehen haben, wo wir noch etwas verbessern können. Also bei mir ist das ganze Netzwerk betroffen, flankenplatz.de/ATCH. Aber ich sehe jetzt nichts, dass es irgendwie schlechter ist in der Suche. Also die anderen, die Seiten, die jetzt im Index sind, die sind, also es ist nichts passiert. Wenn ich mir jetzt die Tools angucke, die ich habe, dann sehe ich jetzt keinen Sichtbarkeitsverlust. Nur komisch halt, weil ich hatte sehr viele Seiten auf Noindex, hatte ich ja schon mal in den letzten Wochen mal gefragt, wann die denn abgearbeitet werden. Und komischerweise ist es jetzt am 2.6. so gewesen und gleichzeitig habe ich dann auch bei euch gelesen, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Aber gut, ja, dann schauen wir einfach nach, klar. Also. Oder sind das die Seiten, die auf Noindex waren, die jetzt deindexiert sind? Ja, also das weiß ich ja jetzt nicht, weil die Seiten sind ja jetzt schon seit November 2019 auf Noindex, sind aber immer noch irgendwie im Index drin gewesen. Es kann sein, dass die jetzt raus sind. Wenn ich jetzt mit Screaming Frog drüber gehe, dann zeigt der mir schon jetzt für flankenplatz.de 1500 Seiten an und 1500 Seiten sind jetzt auch im Index drin. Also kann gut sein, dass die Noindex-Seiten dann auch letztendlich raus sind. Aber vielleicht können trotzdem noch mal einmal schauen, weil es ist schon komisch, dass es genau mit diesen Issues dann auf einen Tag gefallen ist. Ja, okay. Schaue ich mal nach. Okay, cool. Super. Ich benötige einige Stunden Downtime für eine größere Wartung, ohne etwas für Googlebot zu beschädigen. Ich würde dieselbe HTML-Seite für Benutzer mit HTTP-Status 503 für alle URLs anzeigen. Ist das okay? Das ist total okay.
503 Status Code sagt uns an und für sich, dass wir die Inhalte nicht berücksichtigen sollen, dass es ein temporärer Fehler ist, dass wir dann auch nach einiger Zeit dann wieder probieren sollen, diese URLs zu crawlen. Wichtig beim 503 ist einfach, dass es weniger als, sage ich mal, 2 Tage dauert. Weil wenn das längerfristig 503 ist, dann ist es für uns eher ein Zeichen, dass die Website wirklich ein größeres Problem hat, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr existiert oder nicht mehr sauber aufgeschaltet ist oder dass Seiten entfernt worden sind, so etwas. Wenn das einige Stunden sind, vielleicht bis zu einem Tag, wenn irgendwo mal was schief geht, sehe ich da überhaupt keine Probleme. Wäre das denn Best Practice von eurer Seite aus? Ja, doch. Das ist perfekt. 503 ist eigentlich das Richtige dort. Okay, und dann für alle, also jetzt keine Umleitung machen auf eine Seite, kein Redirect, sondern für die URL, die im Index sind, 503 zeigen und eine andere Seite dann praktisch für den Benutzer. Ja, genau. Okay, gut. Wir haben die Befürchtung, dass unser Search Console nicht die richtigen Daten anzeigt. Ah, das haben wir, glaube ich, vorher angeschaut mit M. und www. Dann eine Frage bezüglich der alte URL-Parameter in einem Shop-System. Aufgrund von Altlasten hat sich auf einer Shop-Domain eine URL-Last von 1,3 Millionen alten Parameter-URLs angehäuft, die aktuell teilweise noch gecrawlt, aber nicht indexiert werden. Wenn wir diese URLs beziehungsweise das Parametermuster schnellstmöglichst loswerden möchten, sollten wir die entsprechenden Parameter auf die Original-URL weiterleiten oder die überflüssigen Parameter auf 404 setzen. Leider ist das URL-Parameter-Tool noch fehlerhaft und keine Hilfe. Die Original-URLs haben alle gültige Self-Canonicals. Quasi weiterleiten oder 404 zurückgeben. Vermutlich ist das etwa gleich schnell. Ich denke, weil das etwa gleich schnell ist, würde ich da eher in Richtung Weiterleitung gehen, damit diese URLs wirklich auch konzentriert werden, damit, falls irgendwo jemand zum Beispiel auf diese alten URLs noch verlinkt hat, dass diese Links nicht verloren gehen, sondern dass sie wirklich auf die Haupt-URLs weitergeleitet werden. Wenn ihr 404 zurückgibt für diese URLs, dann fallen sie zwar auch aus dem Index heraus, dann fallen aber auch alle Signale weg, die wir für diese URLs gesammelt haben. Ja, wenn wir 301 zurückgeben, ist es dann so, dass sie immer wieder und immer wieder gecrawlt werden oder würden die dann nach, meinetwegen in der dritten oder vierten Schleife, nachdem der Crawler nochmal drüber gelaufen ist, würde er das dann irgendwann abbrechen und sagen, nee, da passiert dann nichts mehr raus? Wir würden sie wahrscheinlich schon ab und zu weiter crawlen, aber wenn man da diese Weiterleitung, sage ich mal, ein Jahr mal dort implementiert hat, dann wird das wahrscheinlich sehr selten sein, dass wir die alten URLs crawlen. Und wir würden sie wahrscheinlich eher dann auch crawlen, wenn wir einfach neue Signale finden zu diesen alten URLs, was wahrscheinlich ja eher selten passieren würde. Weil das Problem ist bei diesen Parametern, dass es halt viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, wie sie an die aktuell gültigen URLs angehängt werden könnten. Also das ist ein Shop, der hat vielleicht 25.000 Seiten. Und dazu könnten die natürlich in verschiedenen Kombinationen sinnhaft oder nicht sinnhaft angehängt werden. Und ich verstehe das Muster nicht. Und wir haben auch bei uns technischer Seite keinen Trigger gefunden oder keinen Weg, auf dem die entstehen könnten. Und unsere Befürchtung war einfach, weil wir die in diesem URL-Parameter-Tool in der Google Search Konsole mal drin hatten, und das Tool eben aktuell fehlerhaft ist, also das zählt ja auch nicht mehr die Parameter-URLs, wie viele da jetzt betroffen sind oder nicht, haben wir einfach die Befürchtung, dass der Googlebot sich die da selber irgendwie zusammenbaut, quasi, also neue URL und alte Parameter einfach versucht dran zu hängen. Und wir möchten das einfach unterbinden. Wir möchten einfach hier sagen, nee, ist nicht mehr. Also wir können auch ein 410er ausspielen, aber das macht man ja eigentlich nur für alte Produkte. Ja. 404, 410 ist ziemlich gleich in solchen Fällen. Ja, ich denke,
optimal wäre wahrscheinlich schon 301, aber wenn das Sachen sind, die wirklich sehr selten gecrawlt werden, die sich quasi angehäuft haben über die Jahre, dann ist 404 eigentlich auch kein Problem. Bezüglich den Parameter-Tool ist es so, dass wir das durchaus weiterhin benutzen. Einfach, dass die Zahlen und die Beispiel-URLs seit einiger Zeit quasi rausgefallen sind. Soweit ich gesehen habe, sollten die Sachen, die Zahlen und die Beispiel-URLs bald wieder kommen. Aber unser Plan ist an und für sich schon, dass wir dieses Tool weiterverwenden. Das heißt, wenn ihr dort die Einstellungen vornehmt und das Ganze auf 404 setzt, dann sollte das eigentlich auch relativ gut klappen. Okay. Ja, wir werden mal schauen. Ich denke, wir werden uns für die Weiterleitung dann entscheiden. Dann sollte man ja innerhalb von dem nächsten halben Jahr dann schon eine Änderung sehen, dass das weniger wird an Daten, die dann noch gecrawlt werden müssen. Ja, es ist so, dass wenn das URLs sind, die wirklich sehr selten quasi gezeigt werden in den Suchergebnissen, sehr selten auch quasi indexiert sind, dann kann es durchaus ein halbes Jahr gehen zwischen einzelnen Crawls von diesen URLs. Okay. Das heißt, innerhalb von einem halben Jahr sieht man wahrscheinlich schon, dass es weniger wird, aber es wird noch nicht ganz weg sein nach einem halben Jahr. Okay, sehr gut. Und es würde jetzt im Vergleich dazu auch keinen Sinn machen, die mit der Robots.txt auszuschließen, weil er sie ja dann immer wieder finden würde, aber er dürfte sie nicht crawlen. Das heißt, er würde genau erstellen, dass das eigentlich Quatsch ist. Ja, also wenn, würde ich sie auf 404 setzen, nicht mit Robots.txt, weil mit Robots.txt wissen wir dann einfach nicht, was wir damit machen sollen und dann geht das ganz verloren dort. Okay, perfekt, danke. Okay, da sehe ich noch eine Frage, die eingereicht worden ist. In letzter Zeit liest man über neue Ranking-Faktor, der Usability eine Website beurteilen soll. Meine Frage ist etwas daran. Wie würdet ihr das umsetzen? Zieht ihr Faktoren wie Speed, Schriftgröße, Navigation zusammen und macht daraus einen neuen Parameter? Oder ist das etwas Neues? Ja, wir haben einen Blogpost dazu. Ich glaube sogar auf Deutsch auch übersetzt. Über die, wie heißt es, Page Experience Benchmark, den wir zusammenstellen dort. Und da sind die Core Web Vitals dabei. Das sind die drei neuen Speed-Faktoren, die wir anschauen. Ich weiß jetzt die Namen nicht auswendig. Einerseits die Ladegeschwindigkeit, andererseits wie stabil die Seite ist, wenn sie geladen ist, also ob sie quasi herumschiebt, währenddem sie geladen wird, und drittens die Interaktionszeit, das heißt, wie schnell die Seite reagiert, wenn der Benutzer etwas macht auf der Website. Das sind mal die drei Faktoren. Dazu kommen noch andere Faktoren wie Mobile Friendliness, Safe Browsing und ich glaube, zwei andere Sachen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Aber das sind quasi verschiedene Faktoren, die wir in den Page Experience Wert quasi zusammenfassen. Und aufgrund von dem wollen wir das Ganze dann im Ranking-System einbauen. Das heißt, im Moment ist es noch nicht aktiv. Es ist nicht so, dass jetzt von einem Tag auf den anderen die Websites neu beurteilt werden, sondern wir haben die Core Web Vitals erst einmal in Search Console eingebaut. Man kann das dort testen, man kann das über verschiedene andere Speed-Tests anschauen. Und wenn wir soweit das alles eingerichtet haben und sauber testen konnten, dass wir das als Ranking Factor einsetzen können, dann geben wir euch, ich glaube, ein halbes Jahr vorher noch Bescheid. Und dann 6 Monate später wird das dann halt als Ranking Factor eingebunden sein. Die Frage, die meistens noch dazu kommt, ist quasi, ja, wie stark ist dieser Ranking-Faktor? Müssen wir befürchten, dass unsere Website vom Internet verschwindet, weil sie ein bisschen langsamer ist? Und da ist einfach schon einerseits schon die Idee da, dass wenn wir ähnliche Websites haben und wirklich auch starke Unterschiede feststellen können bezüglich diesen neuen Metriken, dass wir das dann einsetzen würden. Aber wenn jemand natürlich gezielt nach eurer Website sucht, dann würde es ja eigentlich keinen Sinn machen, eine andere Website zu zeigen, nur weil sie ein bisschen schneller ist. Das heißt, wir müssen immer eine Balance da haben zwischen einerseits Relevanz für den Benutzer, dass die Ergebnisse für den Benutzer relevant sind, und andererseits, dass die Ergebnisse auch gut brauchbar sind für den Benutzer.
Es ist nicht so, dass wir dann nur auf Geschwindigkeit achten können, weil wenn wir nur auf Geschwindigkeit achten, dann wäre ja eigentlich eine leere HTML-Seite das Schnellste, aber das bringt den meisten Benutzern ja eigentlich nicht wahnsinnig viel. Passend dazu, hallo, erstmal ja. Christian hier, hi. Passend dazu hätte ich eine Frage. Und zwar, ist es möglich, dass im Zuge des Core-Updates vom Mai eine Website eingebrochen ist im Punkt der Sichtbarkeit, Rankings, nur aufgrund von User Experience Faktoren? Ist das denkbar oder müssen da verschiedene Sachen zusammenkommen? Also gerade die ganzen neuen Core Web Vitals sind ja Sachen, die sind im Moment noch nicht verwendet für das Ranking überhaupt. Das heißt, wenn man jetzt im Core-Update Änderungen gesehen habe, ich merke gerade, dass wir bei beiden Core dabei haben im Namen, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Aber wenn jetzt eine Website im Mai eine Veränderung gesehen hat, dann wird das nicht aufgrund von den Core Web Vitals sein, sondern aufgrund von anderen Faktoren, die wir da halt berücksichtigen. Wie weit wir da Usability schon berücksichtigen würden, weiß ich nicht. Ich vermute, das sind in den meisten Fällen bei diesen Core-Updates ist es so, dass wir da wirklich stark auf einfach Relevanz achten und versuchen, unsere Relevanz-Algorithmen entsprechend zu verbessern. Das heißt also, wenn man, man hat ja viel darüber gelesen, dass zum Beispiel der User-Intent da eine große Rolle spielt, also dass eine Website zum Beispiel möglichst gut zu den Bedürfnissen und den Absichten der Nutzer passen sollte. Also sowas kann dann schon eine Rolle gespielt haben bei der ganzen Geschichte auch. Kann sein. Mir ist jetzt an und für sich nichts Spezielles bewusst. Das heißt, von dem her kann ich sagen, wäre durchaus denkbar, dass an diesen quasi User-Intent-Algorithmen, dass da gearbeitet wird, dass wir einerseits die Websites versuchen, ein bisschen besser einzuschätzen, einerseits die Queries ein bisschen besser einzuschätzen. Ob das jetzt da speziell im Mai der Fall war oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Okay, Dankeschön. Mhm. Okay. Ein paar Minuten haben wir noch übrig. Vielleicht gibt es von euch noch irgendeine Frage. Ja, tatsächlich. Ladies first. Hi, sorry. I know this is a German hangout, but is there any chance I can ask a question in English? Is that okay? Sure. Or otherwise, we have one tomorrow in English. If yeah, you'd like. So out of my time zone at the moment because it's too early for me. Is it okay if I can ask a question? Sure, sure. Yeah. Okay. We have a US site, and some we've noticed that in the search in the SERPs, we've noticed that some of the pages are bringing up international some of our international metadata through, and we're not sure what's causing that. It's the URL's correct, but the title, description, structured data is pulling through is wrong. I probably need to look at some examples. So maybe if you can drop some example URLs and example queries into the chat here, I can pull that out afterwards and take a look. Sure. Yeah, pop some in there. Okay. Yeah, we tried making changes to because it's pulling like one of the examples was where it was pulling in Finnish from our Finnish site. And we changed it to English to hope that it would pull it the English through, but for some reason it changed it to German. So it was a bit of a strange one. We don't know. We've checked the hreflangs, everything looks correct. We've made no changes on our back end, so we don't know what's causing that. Okay. I don't know. That sounds kind of strange. Usually when I see these kind of problems, it's with different countries that have the same language, but switching from English to Finnish to German feels a bit weird. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Sure. I'll put the examples in there. All right, thank you. Okay, Mark, du hattest, glaube ich, noch eine Frage. Ja, genau, danke. Wir haben eine Seite, auf die werden Inhalte via API von verschiedenen Partnern eingespielt und der Suchmaschinenbot kommt rüber
Tag, dass er verursacht da ziemlich viel Traffic und scheint alles vorzubringen, also alle möglichen Links zu klicken, alle Filter zu klicken und das gibt dann Probleme mit den Ergebnissen einer API von einem Partner. Gibt es die Möglichkeit, den Bot irgendwie, sage ich mal, ein bisschen einzubremsen, sodass er auf der einen Seite schon verstehen kann, ja, die Seite ist da und das sind die Inhalte und es funktioniert auch alles, dass er nicht so unglaublich viel Bot-Traffic verursacht? Gibt es da irgendwas? Man könnte das auf einer, sag ich mal, Hostname-Ebene einstellen mit den, wie heißt das, die Crawl-Rate-Einstellung in Search Console. Wenn die API zum Beispiel über einen anderen Domain oder anderen Hostname rausgeliefert wird, könnte man das da auf diesem Domain dann entsprechend auch einstellen. Wenn das jetzt nur ein kleiner Teil der Website ist, man möchte, dass Googlebot quasi vermehrt den anderen Teil der Website crawlt und nicht diesen Teil der Website, dann ist das ein bisschen schwieriger. Dann könnte man unter Umständen mit so Sachen arbeiten wie mit einem No-Follow für die Links. Wenn das alles quasi einfach verschiedene Varianten sind, die einfach gecrawlt werden, ohne dass da gezielt interne Links da sind, dann ist das ein bisschen schwieriger. Wenn das wirklich, sag ich mal, eine große Menge ist und wirklich extreme Probleme bei euch verursacht, könnte ich dann auch das direkt mit dem Team mal anschauen, wenn du mir zum Beispiel Beispiele schicken könntest. Oder im Search Console Hilfe Center gibt es, wenn man bei, ich glaube, den Crawl Rate Einstellungen danach sucht, gibt es ein Formular, das man verwenden kann, welches auch direkt an das Googlebot Team geht. Und da kann man auch angeben, quasi, ich sehe einfach starken Bot-Traffic auf diesem Teil meiner Website und ich wäre froh, wenn ihr das ein bisschen beschränken würdet. Und das Googlebot-Team geht die in der Regel einfach manuell durch und schaut, wo man einerseits vielleicht Einstellungen bei uns vornehmen müsste, dass wir einen Teil der Website einfach weniger häufig crawlen oder wo wir insgesamt vielleicht in unseren Algorithmen ein bisschen etwas verbessern können, dass wir gar nicht so viel von diesen Links überhaupt finden und die entsprechend überhaupt vielleicht versuchen, weniger zu crawlen insgesamt. Okay, super. Herzlichen Dank dafür. Okay. Cool. Okay. Ich glaube, zeitlich sind wir so ziemlich am Ende. Ich sehe gerade noch eine kurze Frage zu Emojis in den Titeln oder Suchergebnissen. Emojis aus unserer Sicht ist an und für sich kein Problem. Man kann das durchaus verwenden beim Titel und Beschreibung. In manchen Fällen ist das ganz okay, funktioniert das vielleicht gut. In anderen Fällen sieht das ein bisschen unprofessionell aus. Das ist aber an und für sich euch überlassen. Wir filtern solche Emojis raus, die verwirrend sind für Benutzer. Das heißt, wenn wir etwas sehen, das aussieht wie Sternebewertung und das sind nicht die normalen Rich Snippets, dann sind das vielleicht Sachen, die wir herausfiltern würden, wenn ihr einfach irgendwelche anderen Emojis verwenden möchtet in den Suchergebnissen, ist das an und für sich euch überlassen. Bezüglich Google My Business bei Google Maps weiß ich nicht, ob da andere Richtlinien da sind. Okay, machen wir vielleicht hier eine Pause. Vielen Dank für die vielen Fragen und Kommentare und ich richte auf jeden Fall mal die nächsten Hangouts wieder ein. Und wenn noch weitere Sachen da sind, eben morgen auf Englisch und ansonsten das nächste Mal mal wieder auf Deutsch. Bis dann. Super. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.